Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar gibt es gute Nachrichten. Ich habe nämlich endlich einen TS-Server für den Clan gefunden. Da können wir dann immer, wir haben da einen eigenen Channel auf dem Server. Und dann können wir da auch endlich mal ein paar Clan-Matches organisieren und spielen und ausführen. Und das wird bestimmt ziemlich lustig werden. Darüber will ich aber jetzt im Video gar nicht so viel erzählen, denn ich habe nämlich noch was anderes geplant. Und zwar haben mich ja immer viele, also schon eine Menge, wie ich finde, gefragt, wann ich denn jetzt mal spiele und wann spiele ich denn immer und wann kann man denn im Trupp mal machen und wie ist das denn so und könnte man das mit TS noch irgendwie verbinden, und das wollte ich auch machen. Das Problem, was ich darin immer nur gesehen habe, war, dass es ja immer so ist bei Ghost Recon Phantoms, dass man immer nur mit 4 Leuten im Trupp spielen kann, und das ist ja relativ wenig, ne? Vor allem, wenn ich der 4. Mann dann noch im Trupp bin. Das wären ja dann immer nur 3 Leute. Dann habe ich immer gedacht, ja, wenn ich jetzt sagen würde, was ich Montag um 15 Uhr und dann kämen 4, 5 Leute und die müsste ich dann 2 wegschicken, weil ich sage, ja, ist schon voll. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte da keinen enttäuschen. Deshalb, und vor allen Dingen wäre das mit TS dann noch ein bisschen umständlich geworden. Dann hätte man wieder im Chat schreiben müssen, welche IP das ist und sowas. Das war ein bisschen zu schwammig alles. Und das wollte ich lieber ein bisschen geordneter haben. Und deshalb habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Habe das ja in manchen Folgen auch schon immer mal angeschnitten gehabt, das Thema. Und ich glaube, ich habe eine, vielleicht keine perfekte Lösung, aber eine, vielleicht eine gute Lösung gefunden. Und zwar würde ich es gerne so machen, dass ich alle bitte, die gerne mal im Trupp spielen wollen, ob sie jetzt mit TS oder ohne Teamspeak wollen, das ist egal, dass die mir vielleicht einfach mal einen Kommentar schreiben unter das Video hier oder eine private Nachricht, ist jedem selbst überlassen, die ungefähr so aussehen wie hier auf dem Bild, und zwar, ne, dass ich gerne mitmachen oder dass du gerne mitmachen würdest und am besten auch wieder ein Spielername lautet. Und das ist insofern wichtig, damit ich dann weiß, welche Person ich im Spiel einlade, weil die wenigsten werden wahrscheinlich ihren YouTube-Namen auch im Ghost Recon Phantoms verwenden. Und dann würde ich den YouTube-Namen und den Spielernamen auf einen Zettel schreiben und alle, die sich gemeldet haben, in einen Lostopf werfen. Und immer wenn ich Zeit und Lust habe auf GRP, ziehe ich dann 3 Namen und schreibe diese dann per privater Nachricht an und frage danach, ob sie denn Lust haben mitzuspielen. Da habe ich, glaube ich, auch was vorbereitet, so einen kleinen Text hier. Und wenn du Zeit hast, komm bitte heute. Da werde ich dann nochmal ein Datum einfügen, damit man auch genau weiß, an welchem Tag ich das dann, welchen Tag ich dann gemeint habe. Um 17 Uhr beispielsweise, ne? Ich werde dich dann in den Trupp einladen. Aus dem Grund werde ich dann lieber einladen, weil wenn die anderen 2 dann auch noch kommen wollen und du bist der Erste und du lädst mich ein, weißt du ja nicht, wer die anderen 2 sind, und dann wäre das wieder so ein Hin und Her mit Rechte umgeben und also ein bisschen unnötig umständlich, würde ich sagen. Und entweder wird das dann hier auch noch in der Nachricht drin stehen oder ich schicke dann später nochmal eine zweite Nachricht, das weiß ich noch nicht genau. Und zwar, wenn du den TS benutzen willst, logge dich bitte mit deinem GRP-Spielernamen, damit ich auch weiß, wer du dann bist, auf folgende IP ein. Die habe ich mir jetzt ausgedacht, ne? Das ist jetzt nur so eine ausgedachte, die wird es nicht geben, habe ich ja ausprobiert, geht nicht. Und da könnte man dann einfach reinjoinen. Ich weiß noch nicht genau, ich hatte eine Seite gefunden, wo man zwar Server für ein paar Stunden leihen kann. Da habe ich aber eben gesehen, dass da steht, dass alle Server besetzt sind. Ich habe aber noch was in der Hinterhand, nämlich gibt es noch ein paar andere Server, wo man so temporäre Kanäle erstellen kann oder semi-permanente. Die könnte man ja dann auch benutzen für den Trupp. Ne, das ist ja, bei Clan wäre das unpraktisch gewesen, wenn du da jedes Mal eine andere IP hast, wenn du da irgendwie ein Match spielen willst. Das wäre zu umständlich gewesen, deshalb wollte ich da einen festen haben. Aber bei dem Trupp, wenn man da 1, 2 Stunden spielt, ist das ja wurscht. Und das würde dann aber alles hier ordentlich in der Nachricht von mir dann nochmal drinne stehen. Und das war es eigentlich schon, ne? Also, wer Lust hat, ich werde das jetzt nochmal zusammenfassen, für die, die das jetzt zu hektisch und zu ungenau war. Und was hat er jetzt gesagt? Wer da redet immer so viel? Weiß gar nicht, was er wollte. Habe ich das nochmal kurz zusammengefasst. Also, hier, wie kann ich bei GRP mitmachen? So, ganz einfach. Schreibe einen Kommentar oder eine private Nachricht, das ist egal, dass du gerne mitmachen willst, ne? Das ist wichtig, damit ich auch weiß, dass du dann in den Lusttopf willst. Und wie der Spielername bei GHP lautet, ne? Habe ich ja gesagt, warum.
Und immer wenn ich Zeit habe, ziehe ich jemanden. Ich versuche so früh wie möglich diese Nachricht zu schicken. Ja, es kann sein, dass es vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen kurzfristiger ist, weil ich manchmal selber nicht weiß, was ich am Tag mache. Und immer, es kommt immer was dazwischen, egal. Ich plane immer irgendwelche Sachen und es kommt immer irgendwas dazwischen. Das ist bei mir immer so, deshalb will ich da immer selten dann feste Termine vorgeben, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Aber das wäre dann auf jeden Fall, wenn ich dann die private Nachricht schreibe, auf jeden Fall sicher. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ihr den Kommentar schreibt, damit ihr im Lostopf seid. Und wenn ich dann die Nachricht euch schreibe, dann ne, steht die dann so genau, wie ich das da beim welchen TS wir benutzen und auf welcher IP-Adresse und so. Und es wäre toll, wenn ihr mir vielleicht irgendwie antworten könnt, dass ihr keine Zeit habt oder dass ihr Zeit habt, damit ich mich darauf einstellen kann, oder falls ihr nämlich keine Zeit habt, dass ich vielleicht noch jemand anderen fragen kann. Und deshalb könnte das ab und zu auch mal kurzfristiger werden. Man weiß ja nie, wann ihr das dann lest. Und ich werde das dann so machen, habe ich mir gedacht. Mit dem Ziehen, ne? Mit dem Losziehen habe ich gedacht, da kommt dann jedenfalls auch jeder dran, ne? Der will. Ich werde das dann aufschreiben, mit wem ich dann gespielt habe, und wenn ich dann nachher dann sehe, boah, der war ja noch gar nicht dran, dann kommt er auch, dann wird er automatisch gezogen, so ein bisschen, ne? Dass es ein bisschen ausgeglichen ist, dass es ein bisschen gerecht ist, dass jeder dran kommt und dass nicht irgendwie ein Name zehnmal gezogen wird und einer dann nur einmal, das wäre ein bisschen ungerecht. Das will ich ja nicht. Ich will das ein bisschen gerecht machen und hoffe, dass ich das mit dem Losen genauso hinbekomme. Und ihr könnt mir aber trotzdem, wenn ich bei Ghost Recon Phantoms online bin, mir trotzdem einfach fragen, ob denn noch im Trupp was frei ist oder ob noch irgendwie was machen können. Es kann ja sein, dass ich mal spiele und nur mit zwei Leuten und dann ist einer noch frei, weil jemand abgesagt hat. Oder ich spiele einfach mal so, ohne dass ich das vorher ausgelost habe, einfach nur für mich, dass ich dann, na dann habe ich dann immer was frei, ne? Also trotzdem ruhig fragen immer, das ist jetzt kein Grund, dann nicht mehr zu fragen, es ist nur es ist dann nur einfach konkreter, ja? Man hat dann irgendwie was und man weiß dann auch wirklich, dass es funktioniert und dass dann nur die vier oder die drei dann auch wirklich dann in dem TS sind und dass sie dann auch wirklich die Chance haben mitzuspielen. Und ich hoffe mal, ihr findet die Idee gut. Ich habe sie selber ja so noch nie ausprobiert. Wir müssen das einfach mal testen. Und sonst würde ich sagen, schreibt einfach den Kommentar, dann kommt ihr in den Lostopf. Da seid ihr auch drinnen, ne? Also dann immer, ne? Ihr werdet dann, könnt immer wieder gezogen werden. Nur, ne, dass es immer so ein bisschen gerecht ist. Wenn jetzt wirklich einer schon 5-6 Mal gezogen wurde und die anderen nur ein-, zweimal, dann werde ich ihn einmal zurückstellen, aber das heißt nicht, dass ich ihn immer zurückstelle, ne? Und ich hoffe, es wird so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich stelle mir ja mal sehr gerne sehr viel vor, was nicht machbar ist, aber ich denke, das sollte funktionieren und ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit euch dann zu spielen. Im TS auch, also ihr müsst nicht den TS benutzen, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich will nicht, ich bin so schüchtern, ich will das lieber nicht, oder ich habe keinen TS oder meine Internetleitung ist eh schon so schlecht und das verkraftet das nicht auch noch, dann müsst ihr ja nicht, dann spielen wir einfach so im Trupp, das ist absolut kein Problem. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu voll gesappelt und wir sehen uns dann hoffentlich bei Ghost Recon Phantoms wieder. Bis dahin, tschüss!